wieder am Start bei Super Meat Boy im Cotton Alley bei Four Letter World. Wahrscheinlich Fuck oder Shit. Ja, das Level, bei dem wir letztes Mal aufgehört haben, und ich habe es eine Woche lang nicht mehr gespielt. Das heißt, ich weiß bestimmt schon nicht mehr, wie ich da die einzelnen Sprungmuster gemacht habe. Oh nein, genau, das war... So war es ähnlich, aber nicht genau so. Oh mein Gott, ich darf jetzt erstmal wieder eine ganze Weile da reinkommen in mein Sprungmuster. Okay, so war das. So war das. Okay, jetzt gehe ich da oben rüber. Und es müssen die beiden Segen übersprungen werden. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich lasse es so. Ja, so. Cool, jetzt muss ich nur noch die beiden hier packen wieder. Irgendwie. Ich glaube, ich habe gewartet, bis sie gekreuzt sind und bin sofort weitergesprungen. Genau so. Okay, und die waren nicht so... Oh mein Gott, schwer. Oh mein Gott, das war knapp. Wir warten. Sie kommen gleich zurück. Irgendwann kommen sie zurück. Jetzt. Yeah! So, und bei den beiden war es mit einem ganz schnellen Sprung, glaube ich. Irgendwie nacheinander. Irgendwann. Ich habe Angst. Huh! Na gut, es war schlecht, aber... Mein Fuck. Ja, ihr seht schon... Diese Woche Pause zwischen den Parts war hier nicht gut. Ich hätte einfach, als ich im Flow von dem Level drin war, fertig aufnehmen sollen. Aber wir packen das schon, wir packen das schon. Ich meine, wir sind so weit gekommen. Wäre gelacht, wenn es nicht klappen würde. Oh mein Gott. Höp. So, das war schön. Das mache ich jetzt zweimal am Stück. Oh, ich habe so Angst. Ha! Oh na! No. Oh, ich will noch umdrehen und nein, es hat nicht geklappt. Früh. Ha. Immerhin passt das schon wieder. Dafür fehle ich einfach mal bei dem Walljump da oben komplett weg, gerade eben. Das war ja echt ätzend jetzt. So, ihr zwei. Oh, ich Idiot. Springen soll ich halt schon. Aber an sich, wie gesagt, ist es mir lieber als manche anderen Level von dem Spiel, dieses hier, weil hier kann man merken, dass man mit Skill vorankommt. Hier sind keine fliegenden Scheißbollen, die einen fressen oder so Krokodilraketen. Und wenn man halt sein Hirn abschält, so wie ich, dann klappt es halt nicht. Aber ja, jubala, yeah, okay. Durch die beiden, das ist halt echt kacke. Ich hatte da den perfekten Flow für diese behinderten Segen und jetzt habe ich da keinen Plan mehr, was ich tun muss, tun kann, tun soll. Alles andere ist im Grunde nicht so das Problem, aber, oh, das war knapp. Und auch zwei am Stück. Oh Mann. Okay, die waren nicht schwer. Da musste ich einfach nur durchlaufen. So, da warte ich, bis sie weggeht mit dem Walljumpster. Und dann muss ich halt rüberspringen, ne? Oh, einfach nur rüberspringen, sagt er. Bei den leichten Sachen kacke ich komplett weg. Was soll denn das jetzt hier? Und dieses Rosa, dieses verdammte Rosa. Oder es ist mehr Fliederfarben, würde ich sagen. Das Level hat eine Fliederfarbe. Und Banish Girl schaut voll unhappy, wenn ich das so sehe hier. Total doof halt. Und... Ach. Okay, wir chillen. Und weiter. Durchlaufen, stoppen. Und oh je, es kommt... Uah. Hier kann ich safe stehen, das weiß ich auch noch. So, meine Hasssegen. Ich meine, dass ich da nicht so schnell rennen darf. Wie ist nochmal die Sprunghöhe? Okay. Nee, es war viel zu weit weg. Das waren die behinderten Segen, wo wenn ich renne, dann übersteuere ich total. Und wenn ich langsam laufe, springe ich viel zu früh ab. Heyo, heyo. Und ich habe vergessen, mir meine Stoppuhr zu stellen, aber ich sehe so im Grob, wo ich stehe. Huh. Ein paar Let's Player hat übrigens schon diese
über 15 Minuten Videolänge rausgehauen. Ich hoffe mal, das passiert mir auch nicht. Das würde einen Strich durch viele meiner Pläne machen, wie zum Beispiel bei den Beat'em-up-Guides, die anstehen, und beim Hadoukas. Wäre natürlich jetzt total rotzig, wenn ich auf einmal keine über 15 Minuten mehr hätte. Das wäre doof. Und auch bei Meat Boy hier passt es ja schnell mal, dass ich dann länger dran sitze, weil ich noch ein Level packen möchte. Was ich echt hätte tun sollen letztes Mal, weil da lief das Level hier um einiges besser. Mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott! Es ist immer so kurz vom Herzinfarkt, wenn ich da durchspringen muss. Okay, das ist wahrscheinlich die behindertste Säge von allen. Also, die ist total obsolet. So, jetzt mal wieder mit Sprint versuchen hier. Okay. Oh mein Gott. Na. Okay, Hirn auf Offline. Umso höher man stirbt, umso schmerzhafter ist es, wenn man den gesamten verkackten Weg wieder zurückgehen muss. Ah, wo ich gerade Kack sage. Nein, ich bin nicht kackesüchtig. Wer immer was auch geschrieben hat, du hast gelogen. Wie kann man nach kackesüchtig sein? Alter, voll eklig. Oh, jetzt bin ich halt von lauter Kackesucht mich so abgelenkt, dass ich da das komplett Mist baue. Okay, es scheint mit dem Balljump doch nicht so zu klappen, wie ich das vorhab. Doch, geht. So. Boink. Boah, viel zu weit. Tipp den A-Knopf nur an, Brini. Tipp ihn nur an. Drück ihn nicht komplett durch, bis er auf den die Rückseite des Pads schlägt. Sonst geht das nicht. Das geht nicht. Das hat alles so viel Hass inne. Es ist so hasserfüllt. Oh, okay, und ihr beiden wieder. Ihr beiden seid kein Problem. Aber ihr zwei könnt ein Problem sein, wenn ich mit dem Hirn auf Autopilot fahre. So. Wollen wir mal gucken. Jetzt und jetzt. Und da unten durch und chillen. Unten durch und chillen. Ich glaube, ich bin sicher, dass die A-Plus-Zeit hier höllenschwer ist und wahrscheinlich genau so durchlaufen muss, dass es immer passt. Also man darf nicht anhalten und kurz verschnaufen. Man muss wahrscheinlich genau da durch. Okay. Man muss da so lange warten mit dem Sprung. Es ist total ätzend. Oh, schon wieder, genau, ich bin genau gleich gesprungen, weil ich einfach die Eier nicht habe, jetzt da mal durchzuziehen und auf das scheiß Ding zuzurennen. Es ist wie wenn so man Feigling spielt mit Flugzeugen, keine Ahnung, oder Autos oder was spielt man Feigling? Ich meine, in keinem spielt man Feigling im echten Leben. Ich meine, im Grunde gibt es ja nur einen Film, oder? Oder fahrt ihr mit eurem Auto auf die oder mit euren Fahrrädern oder was auch immer auf eure Freunde zu und dann schaut ihr, wer zuerst ausweicht. Wer macht sowas im echten Leben? Niemand. Also ich mach's nicht, aber wenn ihr mit euren Freunden Feigling spielt, mit Autos, Flugzeugen, Fahrrädern, Skateboards, Inlinern, zu Fuß, keine Ahnung, dann Respekt. Das ist ein sehr seltsames Hobby, aber gut, jeder braucht ein Hobby. Ich habe das jetzt ein Hobby, dass ich mich hier mit durch viel zu schwere Spiele für meine Verhältnisse durchquäle und euch Sachen erzähle, während ihr dann am PC sitzt und sie anschaut. Was auch wiederum ein ungewöhnliches Hobby ist. Aber ich kann es ja verstehen. Ich mach's ja auch. Okay, und rüber, und rüber, und rüber. Oh Gott, jetzt kommt wieder diese Stelle. Hi. Okay, jetzt warten, warten, warten. Oh Gott. Aber die ist leichter, weil sie kommen mir entgegen. Das macht es um einiges einfacher als... Wenn ich hier godlike bin, komme ich über die... Nee, schaffe ich niemals. Ich wollte sagen, ich springe einfach dann über die beiden drüber, wenn sie sich in der Mitte treffen, aber ich bin sicher, dann kommt die Säge von hinten und reißt mir den Arsch auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch so eine Sache. Wann wurde jemals jemand den Arsch aufgerissen? Das hätte ich, würde mich echt interessieren. Genauso wie gestern saßen wir da und haben überlegt, Milch, ja? Also, das Getränk Milch. Kennt ihr bestimmt? Hat man sicher schon mal gehört, Milch. Ich bin so eine Honk, ich sollte schon auf den Sprunglauf drücken. Wann hat irgendwann mal ein Mensch eine Kuh angeguckt und gesagt, was immer in dem Fucker drin ist, ich will es trinken? Ja? Keine Ahnung, oder? Wann zum Teufel hat der Mensch die Milch entdeckt? Und wie kann man dann zum Käse? Das sind einfach Sachen, die beschäftigen eine ganze Weile. Jedes Mal, wenn ihr jetzt eure Cornflakes am Morgen esst oder euren Kaffee im Büro trinkt und da Milch reinmacht,
Werdet ihr euch fragen, wann hat der Mensch die Kuh angeguckt und gedacht, ich möchte die aufknacken und ihren Inhalt trinken wie eine Kokosnuss? Genauso mit Wurst, aber Wurst ist dann eher schon noch widerlicher von der Idee, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wie der Mensch auf die Idee kam, das zu tun. Oh, ich habe die Notifications noch an. Hallo Larset 0. Wenn mich einer von euch jetzt tötet, wenn ich hier gerade mich konzentriere, bin ich sauer. Huh? Oh, ja, ich hasse diesen Part. Ich habe da einfach kein Gefühl für. Für alles andere habe ich so ein groben Gefühl und ein bisschen ein Timing. Oh, man drückt nur einen Tick zu lang den Knopf, nur einen kleinen Tick und schon straft einen das Spiel für diese. Ich weiß nicht, wie ich das zu Ende machen möchte, mit welchem Wort. Ich habe irgendein Wort jetzt, keine Ahnung, Keks. Mit diesem Keks. Jetzt bestrafe ich mit dem Keks. Bestrafe mit Keksen, los! Mit Keksen werde ich gern bestraft. Du bist dazu verdammt, diesen Keks zu essen, bis an dein Lebensende. Dieser riesengroße Keks. Ein riesengroßer Oreo. So, jetzt hier. Wieso hatte ich bei den Sägen so Probleme? Aber bei denen, wenn ich bei denen war letztes Mal, dann ging es immer ganz gut, glaube ich. Ich blick's nicht, na egal. Oh nee, komm schon. Oh. Und nochmal, jetzt größere Sägen, oh nee, gleich großen. Nein! An der vorletzten behinderten Siege! Oh nein! Kacke! Kacke, Kacke, Kacke! Exkrement! Ihr behinderten Kacksiegen, ihr seid so bescheuert! Ja, ich hasse euch! Ich hasse euch, wenn man euch auch hierhin getan hat! Wer ist so bekloppt und ist hier durchgelaufen, nur um da oben Meat Boy hinzustellen? Und wenn Meat Boy schon so geil ist, dann könnte er eigentlich auf mich zugelaufen kommen. Dann können wir es in der Mitte treffen und muss den hinteren Teil da oben nicht spielen. Huh? Okay, cool. Huh? Und wer auch immer das Achievement hat, dass er den Cotton Alley ohne zu sterben gespielt hat, Respekt. Das ist eine harte Sache, die ich niemals im Leben mir auch nur annähernd versuchen werde zu erreichen. Cotton Alley ohne sterben, du hast Eier aus Stahl, wenn du das hast, ganz ehrlich. Man sollte einem, eigentlich sollte ein Team Meat der Person ein Paket mit Eiern aus Stahl schicken. Also symbolische Hühnereier aus Stahl. Ich möchte jetzt nicht wissen, was ihr es gedacht habt, was dann in dem Paket drin ist. Duke Nukem könnte das schaffen. Der hat Eier aus Stahl. Hail to the King, Baby. Okay. Let's go. Lass die Säge über dich. Lass die Säge über dich. Geh über die Säge 1, über Säge 2 und über Säge 3. Und jetzt, Achtung, Konzentration. Na, geh da rein. Oh, ich bin so fail. Jetzt. Ich muss jetzt mal so ein Geräusch machen, dann geht's besser. So ein Quieken. Geil, das ist Geräusch so seltsam, aber es geht echt damit. Nein, das Geräusch hat mich gefailt. Das Geräusch. Es ist nicht auf meiner Seite. Tragisch, aber wahr. Nach einem langen Zusammenspiel hat sich Brindy von dem Geräusch getrennt. Oh nein, das war, ich dachte mal, jetzt schaffe ich es mal da direkt den Flow zu beizubehalten, aber nix war mit dem Flow. Der Flow ist mir ausgegangen und jetzt geht alles schief. Es geht alles schief. Nicht mal die einfachen Sachen klappen. Ja, ho. Und dann dadurch. Ja, ja, genau. Ich wünschte, die Xbox hätte nicht diese runden Knöpfe. Manchmal. Ich bräuchte echt so eine Fusion aus dem PlayStation Controller und dem Xbox Controller, wo ich mir meine Lieblings-Features des iPads raussuchen könnte und sie dann zusammennehmen. Was halt bei der PlayStation 3 für mich gar nicht geht, ist die Anordnung und die Art der Analogsticks. Also zum einen mal, wie die Analogsticks liegen. Weil die liegen ja so beide unten. Das kann ich gar nicht brauchen, irgendwie, gerade weil ich Shooter spiele. Aber was für mich eine der größten nervigen Sachen beim PS3-Pad ist, oder auch beim PS2-Pad in dem Fall, ist, dass die Analogsticks sind ja nach oben gewölbt.
von der PS3 und die von der Xbox nach unten geblippt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und das macht es halt für mich vom Spielen her viel, viel schlechter. Mir gefallen die Schultertasten von der Xbox besser, aber die Face-Buttons von der PS3 besser und das Steuerkreuz der PS3. Also beide Pads sind nicht perfekt, aber in meinen Augen hat jeder so seine Vorzüge. Shooter kann ich mit der PS3 halt fast gar nicht spielen. Das ist auch der Grund, warum ich Killzone 2 zwar habe, aber nie wirklich gespielt habe, weil ich mein Skill unter dem Pad so leidet. Huga, ai, 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 du behinderte Sägewurf. Wo sind wir? Oh, wir sollten mal einen Cut machen. Bis gleich.